Was ist damit konkret gemeint? Wenn der Mensch sagt, ich bin heterosexuell, homosexuell, bisexuell, transsexuell, intersexuell und so weiter, dann drückt der Mensch damit nichts anderes aus, als Zitat, meine menschliche Identität und Würde besteht nicht darin, ein Mann bzw. eine Frau zu sein, sondern diese besteht darin, was ich sexuell begehre. Hallo, für die, die verwirrt sind, der Snippet gerade war ein Auszug aus dem Video von Thomas. Ich arbeite an der Videoantwort, aber zu den ein, zwei Sätzen muss ich jetzt einfach was sagen, einfach weil so viel Redebedarf ist und das so dämlich ist. Ich werde hier viel rumbrabbeln, es wird keine großartigen Witze geben, zumindest wüsste ich gerade kein Thema zu diesem Thema einfallen. Und ja, ich werde wahrscheinlich wenig schneiden, also wenn ihr keinen Bock auf mein Gebrabbel habt, kann ich das verstehen. Aber keine Angst, bald kommt ein Video, wo ich Thomas einen Vollidioten nenne, also wartet einfach darauf. Für alle anderen, die jetzt noch zuhören, viel Spaß beim langweiligen Thema. Also, ich definiere mich nicht als Mensch dadurch, dass ich auf Männer stehe oder auf Frauen stehe oder dadurch, dass ich einen Penis habe. Ich definiere mich erstmal zu diesem Männer-, Frauen- und Penis-Ding. Ich glaube, im Englischen schimpft sich das Gender Binary. Also diese Ansicht, dass es Männer gibt und Frauen gibt und diese ganz bestimmten Rollen, die diese Leute einnehmen müssen. Also Männer gehen arbeiten, ernähren die Familie, stehen auf Actionfilme und schlagen Spinnen in Duschen tot. Während Frauen zu Hause bleiben, den Haushalt schmeißen, die Kinder großziehen, Liebesschnulzen toll finden und Angst vor Spinnen in Duschen haben. Und natürlich zählt damit auch zu, Männer stehen auf Frauen und Frauen stehen auf Männer. Und in diesem Gender-Binary-Denkmuster, wenn irgendjemand nicht den Charakteristika entspricht, also zum Beispiel ein Mann nicht auf Frauen, sondern auf andere Männer steht, fällt er da raus, also ist kein richtiger Mann mehr, was auch immer richtiger Mann bedeuten mag. Und ich habe dieses System schon häufiger irgendwo vertreten gesehen. Das sind meist irgendwelche Konservativen oder Vollidioten, also zum Beispiel Thomas. Aber ich habe noch nie gesehen, dass jemand darauf die Frage nach bist du ein Mensch, ja, nein, aufbaut. Also nur mal, wie gesagt, ich brabbel, also hau ich einfach raus. Ich bestreite nicht, dass es eine gewisse geschlechterspezifische Verhaltensart gibt. Also ja, es gibt Geschlechterrollen. Das ist schon rein biologisch bestimmt, dadurch, dass wenn die Frau so circa 10 Monate braucht, um ein Kind zu bekommen und zu stillen, und frag mich nicht was noch alles, der Mann in der Zeit unterwegs ist, um die Familie zu ernähren. Wenn die Frau häufiger schwanger ist, weil Kondome in Steinzeit nicht so verbreitet sind, entstehen daraus über die Jahre und Jahrhunderte und Jahrtausende irgendwann Geschlechterrollen. Aber, und das ist ein großes Aber, ich bin der Meinung, dass diese Geschlechterrollen rein biologisch sind. Das heißt, ja, Frauen werden schwanger und ja, Frauen bekommen Kinder. Egal wie sehr Männer das versuchen, das funktioniert nicht, auch in diesem Arnold Schwarzenegger-Film, den keiner gesehen hat. Also, Frauen haben halt diese Fähigkeit, Zwang, was auch immer, Kinder auszutragen. Das können Männer denen nicht abnehmen, das ist exklusiv für Frauen. Aber wir haben ein modernes Zeitalter, in dem eine Frau problemlos von zu Hause aus arbeiten kann oder einfach einen Job haben kann, der dank Job Security und frag mich nicht, was nur all für tollen Fortschritten in Sozialtechnik gesichert ist, selbst wenn die Frau schwanger wird. Es spricht also nichts dagegen, dass der Mann die Familie groß, also der Mann die Kinder großzieht, während die Frau die Brötchen verdient. Oder dass eine Frau alleinerziehend ist und nebenbei zum Beispiel Webdesign macht und somit dann die Kinder erziehen kann und Geld verdient. Das sind, also ich persönlich sehe das als sehr flexibel in der heutigen Zeit. Genauso sehe ich es als vollkommen schwachsinnig an zu sagen,
dass Männer sich, wenn wir es mal die rein sexuelle und geschlechtliche Ebene betrachten, auf eine gewisse Art beziehen müssen, verhalten müssen. Dass zum Beispiel Männer automatisch auf Frauen abfahren müssen und ansonsten keine richtigen Männer sind. Finde ich persönlich vollkommen schwachsinnig. Einige der, ja, wie drücke ich das aus? Einige der stärksten Persönlichkeiten, die ich kenne, sind homosexuell. Das ist nicht so, als ob das irgendwelche verkrüppelten, buckligen Monstrositäten sind, die nicht als Menschen zu identifizieren sind. Das sind ganz normale Menschen. Sie haben nur halt kein Interesse am anderen Geschlecht. Und ich habe keine Ahnung, wie man ein so gewaltiger Vollidiot wie Thomas sein kann, um zu sagen, dieser Mann steht auf andere Männer und darum ist er kein Mensch mehr und stellt sich unter Tiere und bla. Aber Thomas geht ja auch davon aus, dass die Leute über ihre Sexualität definieren, was ich auch nicht verstehen kann. Ich meine, wie gesagt, ich definiere mich über, was ich möchte, was ich glaube, was für Träume ich habe, wofür ich einstehe und sonstiges. Ich kann einen ganzen Haufen philosophisches Zeug anbringen, bevor ich überhaupt auf meinen Penis zu sprechen komme und wo ich ihn hinstecken möchte. Es ist meiner Meinung nach sehr viel wichtiger, was für Ideale jemand verfolgt, als welches Geschlecht jemand hat. Und ich bin der Meinung, dass das körperliche Geschlecht und das geistige Geschlecht nicht notfalls übereinstimmen müssen. Das heißt, nur falls Thomas zuhört und wie immer doof ist, nicht, dass Homosexuelle keine Männer sind. Das heißt, dass Transsexuelle, also, oder was sagen draußen, egal. Also, dass, ich sag mal einfach Transsexuelle, wenn es der falsche Ausdruck ist, dann flennt mich in den Kommentaren. Die davon, also, die sich als Frau fühlen, aber im Körper eines Mannes geboren wurden oder als Frau fühlen. Ja, aber als Mann fühlen im Körper eines Mannes, als Mann fühlen im Körper einer Frau geboren wurden, so rum. Dass diese Leute in dem Geschlecht, in dem sie geboren wurden, also körperlich geboren wurden, leben müssen, auch wenn sie damit tot unglücklich sind. Das sehe ich absolut, ich sehe das persönlich nicht ein. Ich sehe kein großes Problem damit, wenn Bernhard sich die Haare lang wachsen lässt, sich operieren lässt und dann Bernadetta ist. Genauso wenig sehe ich ein Problem damit, dass ich, wo ist ein Frauenname, der ein Männername sein kann, egal, dass ich Maria Hormone spritzen lässt, umoperieren lässt und dann nicht mehr Maria, sondern Mark ist. Ich sehe diese Leute deswegen nicht als weniger als eine Person, also nicht weniger als eine Person an, nicht weniger als Mensch an. Und, ihr merkt, ich kann ewig brabbeln. Ich bin jetzt bei etwa 8 Minuten und ich bin noch nicht groß beim Kern der Sache. Also, wie definiert sich jemand als Mensch? Das ist eine sehr komplexe Frage. Und die Antwort oder das Ding von Thomas ist absolut schwachsinnig. Selbst für Thomas Standards, das ist. Ich könnte. Hier in der Nähe ist eine Grundschule. Ich könnte mit dem Mikro runter zur Grundschule gehen und die Kinder fragen, wie definierst du dich als Mensch? Und ich würde sehr viel erleuchtetere Antworten bekommen, als weil ich ein Junge bin. Selbst bei Leuten, die dieses Gender Binary vertreten, also diese erzkonservativen, was auch immer für Idioten, ist das ein unheimlich kleiner Anteil von ihrem eigentlichen Weltbild. Ich habe keine Ahnung, wie Thomas das, wie. Ich habe keine Ahnung, wie Thomas, ein Mann, der nach eigener Aussage Sex ekelhaft findet, nie Sex hatte, absolut nichts damit zu tun haben will, wie dieser jemand der menschlichen Sexualität so viel Raum einräumen kann, dass die komplette Menschlichkeit,
so das komplette Menschsein, dieses philosophische Konzept des Ich bin ein Mensch, davon abhängt, wo diese Leute ihren Piepern reinstecken oder wo sie einen Piepern reingesteckt haben wollen. Aber zurück zum eigentlichen, wie definiert man sich als Mensch? Meiner Meinung nach definiert man sich dadurch als Mensch, dass man, so doof es auch klingt, über den Tieren steht. Und ich meine jetzt nicht in einem darwinistisch, wir sind voll cool, Sinne, sondern im Sinne dadurch, dass man als Mensch gewisse Kapazitäten hat, die die Kapazitäten von Tieren überschreiten. Ich meine da, das heißt also zum einen diese Kapazitäten des Verstandes, dass man abstrakte Konzepte begreifen und so und zu einem gewissen Grad erklären kann, dass man zu gewissen Handlungen geistig fähig ist, dass man ein Moralsystem aufbauen kann, auch vollkommen ohne irgendwelche externen Quellen notfalls, dass man sein eigenes Weltbild definieren kann. Und ich definiere es zum anderen daran, dass Menschen ein sehr viel weiteres Gefühlsspektrum haben als Tiere. Dass wir Empathie empfinden, dass wir mit Leuten und Dingen Gefühle verbinden können, dass wir mit anderen mitfühlen können. Das ist zu einem gewissen Grad auch alles bei Tieren vorhanden, aber bei Menschen ist es nun mal um einiges stärker, zumindest meines Wissens nach. Aber was für mich an Menschen der wichtigste Faktor ist, ist der Glaube. Und ich meine das nicht als religiös oder so in der Richtung, ich meine das als ein Glaube an irgendetwas, für das man einsteht. Der Glaube an das Gute in der Welt. Der Glaube an Kapitalismus, Kommunismus, an Liberalismus oder was weiß ich, von mir ist auch irgendeine Religion. Der Glaube daran, dass durch die Taten, die man vollbringt, man die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Oder zumindest, dass man gewisse Ideale hat, die man vertritt. Selbst irgendein rotziger Teenager, der absolut auf nichts Bock hat, vertritt mit seiner alter Gemünsch auf den Sack, ey, Verhaltensweise irgendwelche Ziele. Sogar Kinder, so simpel ihre Ziele auch sein mögen, also zum Beispiel, ich möchte, dass Mama und Papa glücklich sind, haben gewisse Ziele. Etwas, das über den Instinkt hinausgeht. Etwas, das für andere vollkommen unwichtig sein mag, aber für einen selbst eine große Bedeutung hat. Es kann auch sein, dass ich mich hier gerade im Kopf und Kragen rede und alle sagen, boah, du bist so dämlich, ey. Es gibt eine so gute Definition von Menschlichkeit. Google das doch einfach. Aber ich brabbel jetzt schon seit 13 Minuten, da kann ich mich in der Zeit auch zum Affen machen. Also, zusammengefasst, ich habe keine Ahnung, warum Thomas den Geschlechtsorgan eine so große Rolle bei philosophischen Positionen einführt. Ich habe keine Ahnung, warum Thomas der menschlichen Sexualität so viel Kraft einräumt in Gebieten, wo die Sexualität nichts zu tun hat. Ich habe keine Ahnung, auch nachdem ich insgesamt fast 2 Stunden drüber gebrabbelt habe, ist ja nicht die erste Aufnahme, die ich hier mache, was zur Hölle Thomas für Ansichten hier hat. Ich meine, nur um jetzt nochmal ewig weit auszuschweifen, kann mir irgendjemand erklären, warum die Existenz eines Penis zwischen meinen Beinen automatisch mein Verhalten bestimmen muss? Kann mir irgendjemand erklären, warum der Penis zwischen meinen Beinen, oder der Penis zwischen den Beinen irgendeines Mannes so viel wichtiger ist als das Geschlecht, das dieser jemand in seinem Kopf hat, als dieser Wunsch, eine Frau zu sein? Kann mir irgendjemand erklären, warum die Tatsache, dass ich
unbekanntem XY seinen großen harten Schwanz lutschen möchte, mich zu weniger als einem normalen Mann macht. Oder wie auch immer Thomas das ausdrücken möchte. Ich glaube, man stellt sich auf dieselbe Stufe wie Tiere. Oder sonstige dämliche Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie man diese komplexe Frage nach was ist der Mensch? Und ich meine nicht auf einem biologischen, sondern auf einem philosophischen Feld. Wie man diese unheimlich komplexe Frage, über die ich eine Viertelstunde labern kann, ohne irgendwas wirklich erreicht zu haben, das einfach darauf beziehen, so auf dieses kleine Stückchen Fleisch zwischen den Beinen eines Mannes oder auf die reproduktiven Organe einer Frau beziehen kann. Ich habe keine Ahnung, wie jemand ein so simplistisches, faschistisches und widerliches Weltbild haben kann und mit sich selbst leben kann, ohne in den Spiegel kotzen zu müssen, wenn er sich morgens sieht. Also, an alle, die jetzt noch da sind, wirklich, danke, dass ihr es euch angesehen habt. Es tut mir leid, wenn es ein bisschen langatmig und viele Wiederholungen und so weiter war. Aber das musste jetzt einfach mal raus. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Ideen und sonstiges Zeug zu meinem ewigen Gebrabbel habt, meldet euch in den Kommentaren. Wenn ihr mir einfach sagen wollt, wie scheiße ich bin, auch gerne in die Kommentare. Ansonsten, ich arbeite dann an dem lustigen Teil des Videos und hoffe, ich habe euch nicht zu sehr mit dem Gebrabbel gelangweilt.